Hier liegt das Zeug auf meinem Tisch, hack ich's ohne nachzudenken klein. Und nach der ersten Line zieh ich mir eine nach der anderen rein. So beginnt der Albtraum, er holt mich immer wieder ein. Und merk es erst allein, wenn ich denke, nicht allein zu sein. Paranoia, am meisten fickt sie mich im Freien. Wenn Leute mich anschauen, denk ich, jeder von ihnen ist mein Feind. Wie die Polizei, denn ich habe immer Gras dabei. Vertraue somit wenigen und unter Paranoia keinen. Nein, denn ich stehe schon im Teufelskreis, in dem ich mich auch wohlfühl, solange es in der Nase beißt. Trotz der Paranoia hilft mir dieses Gift oft. Es gibt mir Wärme, so wie Mut, wenn mein Schicksal mich verkloppt. Ich weiß, es ist ungesund, wenn man sowas konsumiert. Doch niemand sollte Geld verdienen, indem man mich therapiert. Denn ich weiß, was ich will und was nicht, also fickt euch. Früher war es täglich, heute bin ich gelegenheitsverseucht. Yeah, ich bin gelegenheitsverseucht. Ich weiß, jeder verfolgt mich. Ich ziehe edelweißes Zoll. Was für paranoid. Yeah, jede Gelegenheit entzoll. Mir gefällt das. Ich bin echt nicht gewillt, das zu ändern. Ich bin bloß auf mich bezogen. Seh dich nicht trotz richtig großen Tellern. Das sind nicht die Drogen. Ich weiß, die verfolgen mich. Wer? Die gewissenlosen Stimmen meiner 70 Hosen sitzen oben fest. Ich habe jeden Film schon mitgeschoben. Flitzebogen. Nur auf Spannung unter Stress, sodass mich die Kontrolle über meine Handlungen verlässt. Yes, mir fällt nicht an Zwang zu denken schwer. Ich bin leer, nicht viel mehr. Gib dein Leben unter Angstzuständen her. Ey, kannst du's denn erklären? Nö, das ist mir öde. Denn jeder guckt mich so an, als wäre ich hier der Blöde. Klar, ich fantasiere nur, mein Gefühl war nicht echt. Ich kann doch spüren, dass ihr mir folgt und ständig über mich sprecht. Ich schaffe es mühsam mit Pen und mach den Tag zu gestern. Doch zieht die Zeit so schnell vorbei, zieht auch die Nase fester. Das, was ihr Zeit nennt, ist für mich in keinem Grad ermessbar. Und außerdem macht mich der Schlaf verletzbar. So, jetzt aber noch einer von euch sagen, ich hätte irgendwie ein Problem. Das ist paranoid. Hey, hey, redet ihr da hinten? Ich rede über mich. Ist da, hallo. Yeah, ich bin gelegenheitsverseucht. Ich weiß, jeder verfolgt mich. Ich ziehe edelweißes Zoll. Ey, was für paranoid. Yeah, jede Gelegenheit entzoll. Ein Date mit Substanzen. Mir gefällt das. Und ich bin echt nicht gewillt, das zu ändern.